Das Arosa Scharmützelsee beherbergte das erste Faldo Series Championship in Deutschland. Das Kinder- und Jugendturnier für Teilnehmer bis 21 Jahre wurde vom britischen Golfprofi und sechsfachen Major-Gewinner Sir Nick Faldo ins Leben gerufen und findet dieses Jahr das erste Mal auch in Deutschland statt. Doch nicht nur für das Turnier stand Nick Faldo Pate, in Bad Saro gibt es auch den nach ihm benannten Platz. Natürlich ist der Namensgeber der gleiche, Nick Faldo. Wir haben gerade im Frühjahr wieder eine Auszeichnung bekommen für unseren Faldo-Platz als besten Platz Deutschland. Und so kam auch die Idee, Mensch, aus dem Thema Nick Faldo müssen wir mehr machen. Dann habe ich von der Faldo-Series gehört und finde es toll, das Jugendengagement auszubauen. Und so kam das dann, dass wir uns beworben haben, das Turnier hier auszutragen. Und es ist toll, die Kinder heute zu sehen, wie viel Engagement und Ehrgeiz sie auch bei dem Turnier jetzt dabei sind und Spaß haben. Eine weltweite Jugendturnierserie. In 25 Ländern findet sie statt und wir sind stolz, dass es jetzt auch nach Deutschland gekommen ist. Kinder in 5 Alterskategorien spielen Golf, zeigen, was sie können und versuchen sich für das Finale in Nordirland zu qualifizieren. In Bad Saro waren 65 junge Golftalente aus Deutschland, Luxemburg und Südafrika beim Turnier dabei. Ziel der Faldo-Serie ist es, die Golfentwicklung in den Teilnehmerländern zu unterstützen. Talentierte Nachwuchsspieler werden hier als neue Generation von Spitzengolfern gefordert und gefördert. Ja, es ist für uns zum einen eine Herausforderung, auch so ein großes Jugendturnier, ein internationales Jugendturnier durchzuführen. Und es soll aber auch zeigen, dass wir eben dieses Jugendgolf fördern wollen, dass wir neue Jugendliche auch zum Golf bringen wollen und aber auch die Spitzengolfer aus den Spitzenjugendlichen einen Spitzengolfer machen möchten und das zumindest zu unterstützen. Vielleicht kommt ja irgendwann mal ein Tiger Woods, der hier bei einem Turnier gewonnen hat. Ja, also wir haben gerade in 2 Alterskategorien richtig tolle Spieler mit dabei, sehr talentierte, sehr gute Spieler. Und ich glaube, die können auch ganz vorne dabei sein bei dem Finale. Ich heiße Sophie Hausmann, bin 13 Jahre alt, habe ein Handicap von 6,9, spiele für Düsseldorf und bin aber auch hier im Sporting Club Mitglied und in den Ferien spiele ich hier auch immer mit meiner Familie sehr gerne. Also die Veranstaltung gefällt mir ganz gut, auch so mal mit anderen Mädels auch von Deutschland aus zu spielen und nicht nur so in der Region. Während der Turniere finden auch Workshops und Seminare mit Trainern von Nick Faldo statt, bei denen die Nachwuchsspieler in den verschiedensten Bereichen ihre Technik zu verbessern lernen. Ja, also wir hatten auch eben so ein paar Bunkerübungen gemacht, wie wir das so üben können. Und doch, das hatten wir eigentlich, probiere ich mal aus, wie das so klappt. In Berlin war der aktuelle Trainer von Nick Faldo, Keith Wood, als Workshopleiter anwesend. Ich denke, die Möglichkeiten für diese Kids sind großartig, alleine wenn sie an die gestrigen Ergebnisse denken. Wenn man sich Deutschland jetzt ansieht, es gibt keinen Grund, weshalb es denn nicht mal wieder einen großen Champion, ein Golftalent von hier geben sollte. Ich war hier noch nie vorher. Das erste Mal, dass ich den Platz hier sehe, ein fantastischer Austragungsort, sehr beeindruckend. Nicht nur die Golfanlagen, auch die Übungsplätze, das Hotel, alles hier ein sehr schöner Ort. Es ist sehr aufregend, dass die Nick Faldo Series hier auf einem von Nick Faldo designten Golfplatz stattfindet, der noch dazu sehr anspruchsvoll ist. Im Rahmen des Turniers fand auch eine öffentliche Golfklinik für Kinder und Jugendliche aus der Region statt. Hier bekamen die Kids Techniktipps erklärt, konnten einzelne Schwächen gezielt verbessern oder einfach nur ausprobieren, ob sie Talent und Spaß am Golfspielen haben. Am Sonntagnachmittag standen die Sieger des 2-tägigen Turnieres dann fest. Und die Leistungen des Nachwuchses unterschieden sich nicht wirklich von denen der erfahrenen Profispieler. Das beste Ergebnis erreichte Nicolas Indertal vom Golfclub Sediner See mit 2 unter Par. Also echt gut, super organisiert, es hat Spaß gemacht gestern. Das Wetter ist ein bisschen ärgerlich, aber ich finde den Platz super, ist mein Lieblingsplatz. Also ich spiele hier gerne oft. Ich habe dieses Jahr schon 2-mal hier gespielt und mir macht es echt Spaß und ich bin froh, gewonnen zu haben. Neben ihm qualifizieren sich noch 2 weitere Mädchen und Jungen direkt für die Teilnahme am großen Finale der Faldo World Series in Nordirland im September.